Nach einer langen Pause kam beim diesjährigen internationalen Filmfestival von Taschkent mit rund 300 Künstlern und Gästen wieder das Beste des zentralasiatischen Kinos auf dem roten Teppich zusammen. Usbekistan ist vielleicht nicht der erste Ort, an dem man denkt, wenn es um Filme geht, aber für die Branche ist das Land zunehmend eine Brutstätte für Talente. Es ist ein sehr bekanntes Festival, die Perle der Seidenstraße. Ich liebe es, an solchen Orten zu sein, weil ich denke, es sind Orte wie diese, an denen man unentdeckte Geschichten findet, mit denen wir sonst nicht in Berührung kommen. Es hat eine wunderbare Energie. Einer der besonderen Höhepunkte des Festivals ist der Grand Prix. Alle Kurzfilme, die an diesem Wettbewerb teilnehmen, werden in nur 5 Tagen in ganz Usbekistan gedreht und richten sich speziell an junge Filmemacher. Der diesjährige Hauptpreis ging an den usbekischen Regisseur, Schauspieler und Autor Timur Murodov, dessen Film Kassetta sich um einen alten Mann dreht, der allein lebt und sich an das moderne Leben anpassen muss. Die Dreharbeiten fanden in Bukhara statt. Akrom ist der Regisseur des Films. Einen Film in 5 Tagen zu drehen ist schwierig, aber es war toll. Wir haben die Arbeit genossen. Die Förderung junger kreativer Talente zieht sich wie ein roter Faden durch das Festival. Mit 60 Meisterkursen über mehrere Tage hinweg, darunter ein Kurs des französischen Regisseurs Luc Besson, will das Festival das Angebot an Erfahrung und Know-how ausweiten. Wir schaffen eine große Plattform für Bildungsprogramme. Wir bitten all unsere Gäste, die aus der ganzen Welt hierher kommen, zu unterrichten und Seminare, Meisterklassen und Schulungen zu geben. Das ist wichtig, denn es sind die jungen Filmemacher, die Usbekistans Filme von morgen produzieren werden. Hoja heißt das neueste Animationsprojekt des bekannten russisch-kasachischen Regisseurs Timur Bekmambetov. Der Film, der 2024 in die Kinos kommen soll, handelt von einem Esel, der von einem ruhigen Leben träumt und in die Abenteuer der volkstümlichen Figur Hoja Nasreddin verwickelt wird. Usbekistan ist historisch gesehen eine Drehscheibe zwischen China, Europa, Iran und Russland. Und die usbekische Bevölkerung hat das Talent, sie alle willkommen zu heißen. Das Kino hat die wichtige Aufgabe, Menschen und Kulturen zu vereinen. Und das ist in der heutigen Welt wirklich wichtig. Hoja ist nur eine von rund 30 regionalen Koproduktionen, die das Festival ins Leben ruft, um die usbekische Filmindustrie zu fördern. Etwas, das auch denjenigen nicht entgangen ist, die mit dem Glanz und Glamour Hollywoods vertraut sind. Wenn man sich das Niveau der Leute hier anschaut, dann sind das sehr ernsthafte Leute, die in der Filmindustrie präsent sein wollen. Und das Niveau der Kameraleute, die sie hier hervorgebracht haben, ist ziemlich stark. Pretty powerful.